Also, na dann, ich habe das so gemeint. Wenn zum Beispiel die Vorgängergeneration, die es auch sieht, für mich im Bezugsrahmen zu mir stehen, können Sie sagen, Sie sind schon etwas älter, also könnte ich ja Junge sein. Dann können Sie sagen, der Mann macht sich ja lächerlich oder der Generationenvertrag macht sich lächerlich, wenn einer noch alles hatte, weil damals die Welt noch so halbwegs gesund war in Westeuropa und heute das nicht mehr funktioniert. Das heißt, dass du so ein kleines Auto das ganze Leben gar nicht gefahren wärst, weil es damals wirklich noch leicht leistbar war und weil damals konnte man damit noch irgendwo sogar das Status Symbol sehen. Aber heute bei dieser üblen Lage, wo man sich nicht einmal das eigene Kind mehr leisten kann, sodass man es abschlachten lassen sozusagen muss, wenn wir es ehrlich gestehen, dann ist es ja, wäre es ja für dich direkt eine Werbung, dass du mich nicht lächerlich machst, dass du mir auch sowas zumutest oder zwei Stück dazu, wenn ich dann diese junge Blondine Psychiaterin vielleicht wirklich doch kriegen sollte. Verstehst? Wenn ich die, also ich kann ja mehrere Attribute bei mir glänzen lassen, indem ich sage, ich bin ja nicht nur Gitarrist, ich bin einer der weltberühmtesten Pianisten auch. Verstehst? Die Anne-Sophie, da habe ich Notenunterricht genommen, also die Harmonielehre beim Karajan. Und da könntest du noch ein paar Sachen zielstrebig hinzufügen. Ist das nicht der Johannes Alfred Platter? Also, da könntest du immer unterstreichen, verstehst? Und immer mit Sympathietrainer im Hintergrund. Alte, sehr sympathische Herren, die lächeln dazu, verstehst? Und einen Steirerhut, ein Vorredel, Trachtenmode oder was weiß ich, was dir einfällt, verstehst? Und immer vielleicht mit Zitronenspalten ein bisschen ein Bier mit ein Weizenbier genießen, verstehst? Herr Danzinger, da würdest du mir einen Gefallen tun, verstehst? Dass du mir einführst in deine Welt, also wo du zu Hause bist, verstehst? Dann können wir uns gemeinsam einen Urlaub leisten in Palermo. Das geht dann.